will you state your full name, please? Hans Wegscheider. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen werde. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. And sit down. Herr Zeuge, wann sind Sie geboren? Am 30.10.1885. Sie waren 12 Jahre Ortsgruppenleiter auf dem Lande. Und zwar von 1933 bis 1945 in Hirschdorf bei St. Lorenz. Jawohl. Das ist im Kreise Kempten, Allgäu. Nein, das ist im Kreis Kemptenland. Kemptenland. Und Sie waren dort auch Bürgermeister seit dem Jahre 1933. Jawohl. Sie waren zugleich Schmiedemeister und Tierheilkundiger. Jawohl. Und sind als solcher viel im Allgäu herumgekommen. Ja. Haben Sie dadurch einen größeren Überblick? Ja. Augenblick. Einen Überblick über die Verhältnisse bei den anderen Ortsgruppen im Allgäu. Bittet, eine Pause zu machen, damit übersetzt werden kann und dann erst zu antworten. Ja, ich kannte die 36 Ortsgruppen in unserem Kreis Kemptenland so ziemlich genau. Wie viele Menschen waren das etwa? Es waren ungefähr 40.000 Einwohner. Wann sind Sie in die Partei eingetreten? Am 28.03.1933. Wie wurden Sie Ortsgruppenleiter? Anlässlich der Gründungsversammlung der Ortsgruppe wurde ich am 28.03.1933 zum Ortsgruppenleiter bestimmt. Wurden Sie vereidigt? Ja, ich wurde als Ortsgruppenleiter einmal vereidigt. Sie haben vor der Kommission gesagt, dass Sie in den 12 Jahren 12-mal vereidigt worden seien. Ist das ein Irrtum? Das ist ein Irrtum. Wie wurden Sie Ortsbürgermeister? Im Monat April 1933 wurde der neue Gemeinderat aufgestellt. Und ungefähr Ende dieses Monats erfolgte innerhalb des Gemeinderates die Bürgermeisterwahl. Und damals hatte ich nur nicht die Stimmen der NSDAP, sondern auch 4 Stimmen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und 1 Stimme der Bayerischen Volkspartei auf meine Person vereinigt und somit wurde ich Bürgermeister. Bekamen Sie als Ortsgruppenleiter ein Gehalt? Nein. Wie war das bei den anderen Ortsgruppenleiter, die nicht nebenbei Bürgermeister waren? Bekamen auch keinen Gehalt. Aus welchem Grunde wurde das Amt des Ortsgruppenleiters und des Bürgermeisters in einer Hand vereinigt? Im Kreis Kemptenland waren es eben nur Bauerngemeinden, Landgemeinden. Und da fehlte wohl die geeignete Persönlichkeit. Und so war es eben, dass in 10 Gemeinden unseres Kreises Bürgermeister und Ortsgruppenleiter in einer Person vereinigt war. Und es war letzten Endes zweckmäßiger. Wie setzte sich Ihre Ortsgruppenleitung zusammen? Erstens der Ortsgruppenleiter,
dann Propaganda und Organisation, dann Kassenleiter, ein Presseamtsleiter, später ein Filmstellenleiter, dann zwei Zellen und ungefähr 8 Blockleiter. Was war die Tätigkeit der Block- und Zellenleiter? Die Tätigkeit unserer Zellenleiter auf den kleinen Landgemeinden hatte sich als ein Leerlauf erwiesen, sodass sie wohl in den meisten Ortsgruppen wieder abgeschafft worden sind, währenddem die Tätigkeit der Blockleiter als rein technische betrachtet werden kann. Die hatten tatsächlich nur Mithilfearbeit geleistet. Haben Sie die Block- und Zellenleiter als politische Leiter angesehen und als Hoheitsträger? Nein. Nachdem doch die Arbeit der Blockleiter auf den kleinen Landgemeinden draußen politisch wie bedeutungslos war, konnten sie doch nicht als Hoheitsträger bezeichnet werden. Warum waren Sie in die Partei eingetreten und hatten das Amt als Ortsgruppenleiter übernommen? Wohl seit dem Jahr 1929, dann in den folgenden Jahren 1930, 31, 32, habe ich, nachdem ich von Beruf Schmiedmeister bin und mit den Bauern doch aufs Engste verbunden war, mit eigenen Augen gesehen, wie der Niedergang der deutschen Landwirtschaft von Jahr zu Jahr schlimmer wurde. Bei uns auf dem Lande im Allgäu, wir waren wohl zum größten Teil dem Bayerischen Bauernbund angeschlossen. Der andere Teil, der wenigere, war bei der Bayerischen Volkspartei. Und die wenigen Arbeiter, die eben vorhanden waren, teilten sich auf in die Sozialdemokratische Arbeiterpartei und einen kleinen Teil Kommunistische Partei. Herr Zeuge, ich wollte Ihre persönlichen Gründe für Ihren Eintritt hören. Ich habe den Niedergang, wie ich schon betont habe, in meiner eigenen Gemeinde am eigenen Leibe erspürt, als Geschäftsmann. Es waren also soziale Gründe? Rein soziale Gründe. Wie war die Einstellung der anderen? Die Not war doch in allen... Ach, warten, die Dolmetscher kommen nicht mehr. Wie war die Einstellung der anderen politischen Leiter im Allgäu? Hatten diese andere Gründe für den Beitritt? Etwa Kampf gegen die Juden oder Gewinnung von Lebensraum? Die Not war in allen Landgemeinden gleich groß. Und so dürfte wohl die Einstellung die gleiche gewesen sein. Wie war die Einstellung des Kreisleiters und des Gauleiters? Gauleiter und Kreisleiter waren beide Patrioten und sahen wohl ihre Tätigkeit und ihre Arbeit in der Partei zum Gunsten und zum Wohle unseres Volkes und unseres Vaterlandes. Herr Zeuge, im Parteiprogramm waren aber doch auch andere Ziele aufgestellt als rein soziale, so die Lösung der Judenfrage. Wie standen die politischen Leiter dazu? Nachdem in unserem Kreis Kempten-Land keine jüdischen Geschäfte und somit auch keine jüdischen Personen wohnten, war die Frage bei uns nicht brennend und ist kaum in Erwägung gekommen. Gab es nicht jüdischen Viehhandel? Auf dem Lande nicht. Es war nur in der Stadt Kempten, war eine Großviehhandlung, die Viehhandlung Gebrüder Löw. Und dort betätigten sich unsere Bauern hauptsächlich mit dem Viehkauf, dem Viehtausch. Wurde dagegen nicht vorgegangen und Stimmung gemacht? Nein,
Noch lange Zeit nach der Machtübernahme tätigten unsere Bauern dort bei diesem Großviehhandelsgeschäft ihre Einkäufe. Im Parteiprogramm wurde doch auch Siedlungsraum gefordert. Konnte das nur durch Eroberung geschehen? Bekamen Sie Anweisungen, die auf eine Kriegsvorbereitung hingingen? Solche Anweisungen habe ich keine erhalten. Und wir auf dem Lande sahen wohl in dem Punkt Siedlungsraum die Zurückgewinnung unserer Kolonien und waren felsenfest der Meinung und der Überzeugung, dass dieses wohl auf gütlichem Wege vor sich gehen könnte. Merkten die politischen Leiter nicht bald, dass eine große Aufrüstung betrieben wurde? Von einer Aufrüstung konnten wir auf dem Lande wenig bemerken. Lediglich beim Besuch in der Reichsparteitage, ich weiß das Jahr nicht mehr genau, an welchem Jahr es war, haben wir gesehen, dass etwas mehr Flugzeuge und etwas Tanks vorhanden waren. Wir kamen da zur Überzeugung, dass ein Land wie Deutschland und ein Volk zum inneren Aufbau wohl seine Grenzen zu schützen muss und sahen diese Aufrüstung also nur als ein notwendiges Übel. Gab es nicht Ziele, die nur durch Angriffskriege zu erreichen waren? Wie die Parole Los von Versailles und Zusammenschluss aller Deutschen? Auch dieser Punkt des Programms wurde bei uns besprochen. Und wir sahen diesen Zusammenschluss aller deutschsprechenden Völker auf dem Gebiet der Volksabstimmung und des Selbstbestimmungsrechts der deutschsprechenden Völker. Gab es nicht bald Missstimmung und Differenzen mit der Kirche wegen der Haltung der Partei in der Kirchenfrage? Es kam ja zu Angriffen auf die Kirche. Nein, bei uns auf dem Land nicht. Schon ganz besonders das Bild auf dem Lande. Wir kannten keinen Unterschied. Bei uns ist Parteigenosse, Ortsgruppenleiter, Blockleiter, Zellenleiter, soweit sie katholisch waren, in die Kirche gegangen. Und ganz besonders in meiner Ortsgruppe war ich selbst mit meinen 8 politischen Leitern auf dem Kirchenchor tätig. Auch die übrigen Musiker, Kirchenmusiker und Sänger, es dürften wohl im Ganzen so ungefähr 30 gewesen sein, waren teils Parteigenossen, Parteigenossinnen oder gehörten irgendeiner Gliederung, eines Frauenschaft, BDM, Jugendgruppe an. Und so wie es in meiner Gemeinde war, so dürfte es auch mehr und weniger in den anderen Gemeinden gewesen sein. Protestierten nicht die Geistlichen wegen des Vorgehens der Partei in der Judenfrage? Und führte dies nicht zu Streitigkeiten? Wie ich schon erwähnt habe, waren keine Juden bei uns auf dem Lande ansässig. Also folglich wurde diese Angelegenheit kaum behandelt. Gab es keine Unruhe wegen der Festnahme politischer Gegner und deren Verbringung ins KZ? In unserem Kreis Kempenland ist mir nichts bekannt, dass irgendjemand ins KZ gekommen wäre. Lediglich in meiner Gemeinde, das mag wohl sofort nach der Machtübernahme gewesen sein, wurden 2
Personen nach Dachau eingeliefert. Auf welche Veranlassung und aus welchem Grund wusste ich nicht, da ich ja damals noch nicht Ortsgruppenleiter und auch nicht Bürgermeister war. Ich bin lediglich auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht worden, als im Jahr 1933 eine Frau, die Frau Beer von Rottach bei Kempten zu mir gekommen ist und mich gebeten hat, ich möchte doch für ihren Mann, der schon einige Monate in Dachau sitzt, einen Gesuch machen, nachdem sie selbst ihren großen Gemüsegarten. Sie brauchen das nicht in Einzelheiten zu erzählen. Sagen Sie, was Sie unternommen haben und was für Auskünfte Sie bekommen haben. Gut, ich habe eine Eingabe gemacht und hörte verschiedene Monate nichts mehr. Ist der Mann herausgekommen? Jawohl, der ist herausgekommen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Jawohl. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, es ist mir ganz ordentlich gegangen, Verpflegung war gut und die Behandlung auch. War der Kreisleiter und der Gauleiter mit dieser wenig aktiven Einstellung einverstanden? Oder verlangte er scharfe Maßnahmen gegen alle, die nicht Parteimitglieder waren oder andere Interessen hatten als die der Partei? Gauleiter und Kreisleiter waren beide so eingestellt. Beide haben scharfe Maßnahmen verurteilt. Und beide haben, Gauleiter wie Kreisleiter, immer bei Tagungen wiederholt uns klargemacht, dass wir durch gutes Beispiel die Liebe und das Vertrauen der Bevölkerung erlangen müssten. Wurden bei Ihnen nicht SA- und SS-Verbände gebildet, damit diese die politischen Gegner terrorisieren konnten? Nein. Die paar wenigen Gruppen SA-Leute, die in den Gemeinden draußen vorhanden waren, die waren in den Stürmen in der Stadt Kempten verankert, soweit sie in der Nähe lagen. Und die weit abgelegenen Gemeinden, die wurden irgendwie, zum Beispiel in Obergünzburg, dort zu kleinen Stürmen zusammengezogen. Ihre Tätigkeit war rein propagandistisch. Gab es auch einen Verband der SS? In Kempten existierte ein kleiner SS-Reitersturm. Man kann eigentlich nicht Sturm sagen. Diese Truppe hatte ungefähr 8 bis 10 Pferde und diente ebenfalls propagandistischen Zwecken. Wurden Sie nicht durch die Parteipresse über weitergehende Forderungen der Partei unterrichtet? So in der Judenfrage durch den Stürmer oder in anderen Fragen durch das Schwarze Korps? Sie kennen die beiden Zeitungen. Diese beiden Zeitungen sind in diesem Punkt des Parteiprogramms weit über die Ziele hinausgestoßen. Im Parteiprogramm war doch einzig und allein nur verankert, die Juden aus den maßgebenden Stellen herauszuholen und herauszunehmen. Im Übrigen wurden diese Blätter auf dem flachen Lande kaum gelesen. Mussten Sie sich nicht sagen, dass eine solche Tätigkeit notwendig zum Angriffskrieg führen würde und zu Kriegsverbrechen, wie Sie heute hier Gegenstand der Anklage sind? Nein. Diese Tätigkeit, die wir als Ortsgruppenleiter oder als Blockleiter auf den Landgemeinden draus ausüben, waren doch so, dass sie kaum zu irgendeinem solcher Vermutung Anlass geben konnten. Unsere Arbeit war doch rein sozialistisch.
Im Kriege sind bezüglich des Lynchens von notgelandeten Fliegern Weisungen gegeben worden. Durch ein Schreiben Bormanns und durch Goebbels sind Anweisungen gegeben worden über Rundfunk und Presse. Sind Ihnen entsprechende Weisungen von dem Kreisleiter bekannt gegeben worden? Solche Weisungen habe ich nie in die Hände bekommen. Sind in Ihrem Bereich Flieger notgelandet und gelünscht worden? Nein. Was ist dann mit Ihnen geschehen? Ich hatte selbst Gelegenheit, einen abgesprungenen amerikanischen Flieger, der ungefähr 100 Meter hinter meinem Hause niederging, hereinzuholen. Habe denselben hereingeholt, habe ihn verpflegt und wurde schon nach einer kurzen Zeit, ungefähr nach einer Viertelstunde, von der Gendarmerie Boston-Kempten per Auto abgeholt. Ferner wurde mir im Monat März 1945, ich weiß den Tag nicht mehr genau, 4 amerikanische Kriegsgefangene, die im Lager Eitrang bei Kaufbeuren entwichen sind und von einem Landwachtposten, der auf der Brücke, auf der Illerbrücke in Hirschdorf stand, nachts 12 Uhr aufgefangen und bei mir abgeliefert wurden. War das die allgemeine Auffassung in dieser Frage und das praktische Vorgehen in Ihrem Bereich Allgäu? Das war allgemein. Denn die Bevölkerung des Allgäus ist doch gut katholisch. Und wir alle waren doch der Ansicht, dass solche Kriegsgefangene tatsächlich als Kriegsgefangene behandelt werden müssen. In Ihrer Ortsgruppe und im Kreise waren ausländische Arbeiter beschäftigt. Haben Sie Anweisungen über die Behandlung dieser Arbeiter erhalten, die menschenunwürdig waren? Solche Anweisungen habe ich eigentlich nicht erhalten. Denn die ganze Einweisung dieser ausländischen Arbeiter, es waren dies ungefähr 60 polnische und ukrainische Zivilarbeiter. Diese Arbeit hatte der Ortsbauernführer durchzuführen. Und bei uns war es so, dass in solchen Fragen und in solchen Angelegenheiten immer der Bauernführer diese Sachen mit mir durchbesprochen hat. Hatten Sie nicht davon gehört, dass diese Arbeiter im Stall schlafen sollten und dort auch ihr Essen bekommen sollten? Von einer Anweisung, dass diese Arbeiter im Stall schlafen sollten und dort ihr Essen bekommen sollten, ist mir nichts bekannt. Lediglich ist vom Arbeitsamt jedem einzelnen polnischen Arbeiter ein Zettel mitgegeben worden, der dem Bauern auszuhändigen war. Und auf dem stand, dass die polnischen Arbeiter nicht am Tisch des Bauern essen sollten und dass sie zu einer gewissen Zeit zu Hause sein müssen. Bei der Rücksprache damals mit dem Bauernführer habe ich zu ihm gesagt, diese Sache ist bei uns im Allgäu bei den Bauern nicht durchzuführen. Wenn der betreffende ausländische Arbeiter sich anständig aufführt,
und die Arbeit bei den Bauern wie ein deutscher Arbeiter ausführt, so soll er auch die gleichen Rechte eines deutschen Arbeiters genießen. Herr Zeuge, war da nicht das, was man sonst von der Partei aus dem Reich erfuhr, so, dass man gerne von vielen Punkten abgerückt wäre? Insbesondere im Kriege. Nein, da habe ich tatsächlich nichts bemerkt. Denn wir glaubten doch auf dem Lande draußen, alle an die Friedensliebe des Führers, nachdem wir doch selbst wussten, dass Hitler den ganzen Weltkrieg in allen seinen Schrecken selbst mitgemacht hat und waren von dem Friedenswillen, wie es uns immer gesagt worden ist, überzeugt. Sie bestreiten also, dass die politischen Leiter in ihrem Bereich sich bewusst an einer Verschwörung zur Terrorisierung der Bevölkerung zwecks Führung eines Angriffskriegs und zur Begehung von Kriegsverbrechen beteiligt haben? Nein, das war nicht der Fall. Wenn heute hier eine Anklage erhoben ist, dass diese politischen Leiter in ihrem Bereich verbrecherisch sein sollen, geben Sie dies zu? Nein, also das war nicht der Fall. Ich habe keine Frage.